erteile nun Magistra Doktorin Petra Oberander das Wort. Bitte schön. Danke, Herr Präsident, geschätzter Herr Staatssekretär, geschätzte Kolleginnen und Kollegen und geschätzte Zuseherinnen und Zuseher von zu Hause. Das Budget in diesem Bereich ist glücklicherweise etwas besser dotiert worden, weil es jetzt, und das ist sehr lobenswert, die Zukunft Austria Fonds gibt, der ja hoch dotiert ist, auch mit 140 Millionen für die Forschung. Es gibt zusätzlich die Mittel aus dem Recovery Fonds und die EU-Mittel über IPSE. Und diesbezüglich sind wir dann für diese Zeit einmal sehr gut aufgestellt. Ich möchte an dieser Stelle auch dem AWS und der FFG und auch der SAAL stellvertretend für alle anderen danken für die gute Abwicklung dieser Förderungen. Wenn es aber um Forschung und Innovation geht, müssen wir uns auch ein bisschen anschauen, was ist der Input und was ist der Output in diesem Bereich. Und da komme ich zum wirtschaftlichen Output. Wir haben noch immer ein Defizit. Die Erkenntnisse aus den Forschungen, auch der angewandten Forschung in Business Cases, also in wirtschaftliche Betriebe und wirtschaftliche Maßnahmen umzusetzen und damit Arbeitsplätze und einen Return of Investment zu kreieren. Es gibt an den Universitäten jetzt für die Grundlagenforschung diesbezüglich ein neues Projekt, ein Förderprojekt, das heißt Sparkling, wo eben den Forschern gezeigt wird und sie begleitet werden, wie können sie aus dem, was sie erforscht haben, auch einen Business Case machen, aus dem dann eben Arbeitsplätze entstehen. Und die Corona-Impfung ist ja zum Beispiel ein wichtiges Beispiel dazu, weil die SARS-Forschung ist 30 Jahre alt und jetzt haben wir eine Impfung gebraucht und es ist sehr schnell gegangen, weil man schon gewusst hat, was die Ergebnisse aus diesen Bereichen sind. Das würde ich mir auch für die angewandte Forschung wünschen, vor allem für die KMUs, die ja nicht die Möglichkeiten der Industrie haben. Die Auftragsforschung bringt ja dann wieder einen Input in diese Institutionen. Was ist mit der Wertschöpfung in Österreich aus diesen Ergebnissen? Die Wertschöpfung kann nur entstehen, wenn sozusagen die Wirtschaft, in der Wirtschaft das ausgerollt wird, was erforscht wurde. Und wir haben da ein Beispiel von der Johannes Kepler Universität und Sepp Hochreiter und seinem Team, der ein ausgewiesener Forscher ist und der das mechanische, die künstliche Intelligenz im mechanischen Lernen verstärkt wird durch Tools, die jetzt Siri, Alexa und auch Amazon verwenden. Amazon ist zu einer Sitzung nach Kalifornien geflogen, nur um diesen Forscher kennenzulernen und ihm die Hand zu schütteln und um ein Fest zu veranstalten, weil sie 1 Milliarde Euro umgesetzt haben mit diesen Tools. Der Forscher selbst hat einen Händedruck bekommen und einen Mojito spendiert bekommen. Und ich wünsche mir, dass zukünftig so viel Risikokapital von der Regierung zur Verfügung gestellt wird für angewandte Forschung, dass es möglich ist, diese Dinge in Österreich zu machen und von Österreich aus auch zu verkaufen und auch Beteiligung des Staates zu überdenken in zukunftsreiche Firmen, wo sie dann ja wieder aussteigen können, aber wo wir ein Return of Investment hätten. Und der volkswirtschaftliche Nutzen, ich möchte auch noch einmal sagen, wir sollten verstärkt in MINT-Fächer rechtzeitig vom Kindergarten an investieren. Die Quote der Frauen ernst nehmen, 20% in Forschung und Entwicklung haben wir noch immer nicht erreicht. Und am Ende des Tages muss über allem eine digitale Souveränität stehen, die wir leider noch immer nicht erreicht haben. Vielen Dank. Petra Oberrauner war das, die SPÖ-Sprecherin für Digitalisierung, Forschung und Innovation.